Das Ehrenwort, das wurde ja auf sehr schlechte Taten, das beruht auf sehr schlechte Taten. Und aus dem Grund würde ich sagen, nicht mal auch ihr als Afrikaner dürft das sagen, als Dunkelhäutige dürft das auch nicht sagen. So, das ist okay, was machst du gerade? Jetzt ist selbst nicht realisiert, was sie gerade sagt, was ich meine. Bis sie gemerkt hat, oh, das kann ich nicht sagen, weil der Raptor ist schwach. Schwach, yeah. So, Leute, was geht ab? Hier erste Folge Barbershop Talk, hier mit den hübschen Herren hier. Ist ein neues Format und wir versuchen jetzt jeden Sonntag ein Video hochzubringen oder hochzuladen. Und wir werden hier über verschiedene Themen sprechen, ernste Themen und etwas lustigere Themen vielleicht. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram. Unten ist verlinkt unser Instagram von jedem hier. Ihr könnt Fragen stellen, zu welchem Thema wir hier was sagen sollen oder reden sollen. Und unser heutiges Thema ist, dürfen weiße Leute das N-Wort mitsingen, wenn das in einem Lied vorkommt, den sie feiern zum Beispiel? So, mehr nach dem Intro. Ich würde sagen, wer weiß, wer ist mir egal, lass mir erstmal den reden, um deine Meinung zu wissen. Ja, okay, also meiner Meinung nach sollte man es auf jeden Fall nicht benutzen, weil im Endeffekt ist es, also das Wort N, das N-Wort, das wurde ja auf sehr schlechte Taten, das beruht auf sehr schlechte Taten. Und aus dem Grund würde ich sagen, nicht mal auch ihr als Afrikaner dürft das sagen, als Dunkelhäutige dürft das auch nicht sagen, weil das ist kein schönes Wort, das ist kein Wort, wo man sagt, oh wow, ey, wow, das ist kein cooles Wort. Ja, darüber werden wir noch ein Thema sprechen, deswegen gehe ich okay, das da nicht so auf, wenn wir noch ein Video machen. Ich glaube, es ist auch interessant. Ja, also allgemein, ich finde, man sollte das nicht benutzen, auch als Weißer, also vor allem, erstens, du kennst die Geschichte nicht. Ja, aber was ist denn im Lied, so ein Lied jetzt? Ja, man kann es vielleicht feiern. Ich finde das, wow! Ja, das ist vielleicht cool für den Moment so, aber das kann auch schlecht enden, weil im Endeffekt, nicht alles, was du feierst, muss auch richtig oder gut sein, so, weil du musst auch vorher erkundigen, warum singt der Rapper überhaupt über das Wort oder warum erwähnt er das Wort überhaupt, in welchem Zusammenhang. Und das ist auch sehr wichtig, finde ich. Also deswegen, ich würde sagen, nein, auf jeden Fall sollte man es nicht erwähnen, als Weißer vor allem, sollte man das nicht benutzen, weil als Weißer, sage ich mal jetzt allgemein, haben wir quasi Mitschuld, also unsere Vorfahren oder unsere bekannten Verwandten über andere Ecken haben Mitschuld, weil die das quasi unterstützt haben und Support haben. Und dagegen keiner gekämpft hat. Bis jetzt auch das Anfang des 19. Jahrhunderts, auch in Europa, war das jetzt auch ziemlich das dreckig behandelt. Und die Menschen, die haben viel gelitten wegen so einem Wort. Und das ist schon traurig so. Diese Geschichte dahinter ist sehr traurig, deswegen sollte man es überhaupt nicht benutzen. Das ist auf jeden Fall für mich ein absolutes No-Go. Also auch im Lied, auch allgemein, auch selber. Also, das sollte im Lied auch nicht vorkommen. Weil die Leute, Menschen haben dafür gelitten, die haben dafür geblutet und die haben viel erlebt. Das ist einfach eine, also ich kann das als Weißer jetzt nicht ganz genau beschreiben oder fühlen, aber ich kann das auf jeden Fall aus meiner eigenen Kultur sagen. Wir haben auch viel erlebt als Kurden und wir haben auch viel gelitten. Und das ist einfach nicht schön, diskriminiert zu werden oder rassistisch behandelt zu werden, nur wegen etwas, was wofür wir nichts können. Okay, schön. Was sagst du, Scherzi? Also ich sage, also mir gefällt das schon seit Jahren nicht. Das Problem ist, die Amerikaner haben es ja damals gemacht, um das Wort selbst zu benutzen, um damit nicht mehr angreifbar sind. Yeah. Aber wir sehen, aber was die Folgen zum Beispiel hier in Europa und etc. ist, dass Jugendliche durch Musik das Wort als Trend sehen. Also die sagen das so für die, manche wissen das schlecht, aber manche, würde ich auch sagen, so, die nehmen es halt als Musik. Yeah. Da sagen das vorhin schwarz, aber wir fühlen es immer angegriffen. Weil ich meine, und das stirbt in diesem Moment. Und dann ist es auch schwer, dann oft auch ihnen zu erklären, immer wieder, warum. Da kommen wir mit außen, ja, aber die machen es in der Musik. Deswegen müssen wir auch anfangen, damit aufzuhören.
Ja, aber was denn jetzt, sagen wir, du bist im Club, ne? Und ja. Da läuft das Lied, was jeder kennt. Mein Digga. Und da sind Weiße im Club. Was ist, wenn die da witzig sind? Ich sag dir ehrlich so, die müssen akzeptieren, dass sie das nicht vorgemacht sollen. Ja, okay, also wenn du im Club bist und Leute das singen, hast du ein Problem mit. So, wenn ich das so vor mir sehe, so. Das stört mich, ja. So, die denken sich nicht, so denken einfach. Ich finde das Lied cool, also. Ist cool, aber das stört mich einfach. So, ich sag mal so, ob die das dürfen, ich sag ja, also das ist jetzt meine Meinung, weil. Dass jetzt ein Lied, was Schwarze singen, dann. Ich denke, das Problem liegt an schwarzen Rappern oder an Musikern, die das singen. Ne? Weil im Endeffekt wissen die ja, welche Leute deren Musik konsumieren. Das sind hauptsächlich weiße Leute, die das konsumieren, ganz einfach. Und wenn du dann so ein Lied singst, und ich meine ja, das Lied ist auch so ein Ohrwurmlied, ne? Ob dir gefällt, was da reingesungen wird, dann ist es so ein Ohrwurmlied, weißt du, und ich weiß 100%, wenn diese Person, der das feiert zu Hause ist, der singt das laut und der denkt so, ja, keiner ist hier. So, und dann denkst du, weil ich weiß, in seinem Kopf, der denkt sich so nichts, der denkt einfach, boah, geiles Lied, ich sing das. Und dann denkst du, warum soll ich jetzt aufhören zu singen, nur weil ich hier bin mäßig? Ja, das Problem ist, weil das ist zwar einfach gesagt. Ja, natürlich. Die Musik, aber das am Ende dann im Privatleben, auf der Straße, ich sag zu, weißt du, Amerika ist so, dass Weiße gegeneinander sogar Neger sagen. Ja, aber das ja jetzt. Da ist schon ja, so das, nah geworden, ja, dass aber untereinander. Das ist ja was anderes, aber jetzt in Musik, weißt du, dein Lieblingslied läuft und das drin so. Sag mal, man darf es vergessen, so bei Amerikanern, ich stell mal auf. Wenn die das machen, dann machen das auch, weil die eher in deren Gedanken den Schwarzen da sehen. Weißt du, Kelly Clemens, ich komm schon in ein Konzert. Oder jemand hochgeholt hat, ne? Hochgeholt, und das ist verboten, das ist sein Paul, sein Fan, das Wort Nigger von seinem eigenen Song. Sie, ne? Das war sie, ja. Oder sie. Siehst du, der selber ja, aber, wollte das nicht. Aber kannst du das verstehen? Guck mal, du bist jetzt ein Rapper, ne? Stell dir schon, ihr seid ein Rapper. So, ihr habt ein Lied geschrieben. In euren Konzerten überwiegend weiße Leute, die euch feiern, ne? Die zahlen ja nicht Geld und kommen hin, nur weil die nichts zu tun haben. Die kommen, weil die euch feiern, die fühlen euch, die fühlen eure Musik. Ja, so, und dann, aber eins muss, kennst du, gehen wir zurück zu Kendrick Lamar im Konzert, weil das ist, glaube ich, das Visuellste, was Leute sehen. Yeah. Kendrick Lamar hat sie hochgeholt, den Mic-Rap, und genau den Part hat er gesagt, die ganze Crowd hat mitgeschrien, so, das ist nicht okay, was machst du gerade? So. Die hat sich selbst nicht realisiert, was sie gerade sagt, yeah. Ich meine. Bis sie gemerkt hat, oh, das kann ich nicht sagen, weil der Raptor ist schwarz. Yeah. Zurückzukommen, finde ich auch sofort nicht okay. Aber am Ende des Tages können wir nichts machen, weißt du, ich meine. Weil wenn die Leute das vorgeben und das mitrappen und das Wort sagen, ist das halt so. Solange das, aber das hat mit Respekt zu tun, wenn ich das vor dir mache und wenn ich das zu Hause mache. Wenn ich gerade mit meinem weißen Freund, tut mir leid, das sage, wenn ich mit meinem weißen Freund allein zu Hause bin oder allein im Zimmer und das laut schreie, ey, mach das. Am Ende sagt es ein Wort, was uns gegeben worden ist, was wir uns dann, also wenn jemand das uns sagt, fühlen wir uns dadurch angegriffen. Ja, was uns unterdrückt mäßig. Was uns unterdrückt, ne? Und ist was anderes, wenn du es vor mir machst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Mohammed unterwegs bin und wir das Lied hören von Kanye West, All Day Nigga, und ich schrei das und er macht All Day Nigga, ist das dieses, ey, guck, auch wenn er mein Freund ist, ich sag, Nigga, hast du es gerade echt gesagt. Weißt du weißt schon, dass ich... So, der wird es auch niemals machen, das ist auch der Respekt. Aus, von seiner Position her wird das nicht sagen, aus Respekt. Er wird immer dieses All Day, All Day, aus Respekt sagen, weißt du, ich meine, das hatte so wie eine Respektsache. Respekt auf der Welt ist so, guck mal, wir leben gerade 2020, wie jeder weiß, was gerade momentan abgeht. Katastrophe, so. Respekt ist schon verloren. Kaum aufzuholen. Ja. Ich meine, die ganzen Leute sehen das ganz anders. Meisten Leute verstehen das nicht, die laufen einfach mit. Ja, viele Kinder zum Beispiel. Wir waren auf dem Konzert von Ace of Fur, glaube ich, vier Jahren oder so, auf einem Konzert und die haben noch immer so Warm-Ups. Da war, glaube ich, so dieser DJ da, der macht das und da liegt dieses Lied von Kanye West, All Day Nigga, ne? Und kennst doch, das ist genau der beste Part, weil genau dann kann der DJ einfach ausmachen und einfach hören. Ja, die Leute singen dann, genau, die singen das mit und das war genau dieser Part, der macht zack und ich stand da, genau im Mittelpunkt, du musst dir vorspielen, 2 Meter fast, 2 Meter groß. Und ich habe einfach nur gewartet, so, weißt du, mein Bewusstsein, so, schreien die das gerade jetzt? Und da war so ein kleiner Junge,
der scheint das Laub! So richtig laut! Yeah. Und ich dreh mich um und guck mir an und sag, ey! So, ich hab richtig geschrien, so auf yeah. Wut. Aber teilweise dachte ich mir so, okay, du kannst dich jetzt gegen die Leute prügeln, aber am Ende des Tages, die sehen eigentlich nur nach. Aber die erkennen dich schlecht, die sehen dich gerade nicht, die realisieren es erst, wenn ich sehe. Ja, was so, hier. Verstehst du, ich meine, von daher. Unterbewusstsein arbeitet mit. Deswegen, ja, deswegen sage ich auch, wir selber müssen ein Beispiel auch sein. Yeah. Weil ich meine, so, ganz das Problem ist halt, wir leben hier in Europa, Amerika ist ja eh, alles was von da kommt, wird ja konsumiert. Und zum Beispiel 6ix9ine, der ist Mexikaner, Leute, Nigger, also und dass die dagegen nichts machen. Yeah. Manchmal dann ist es schwer, wie soll, wie schwer hier was machen, wenn die das zulassen die ganze Zeit. Yeah. Aber jetzt genau eine Frage. Meine? Er ist Mexikaner, man sagt der Mexikaner braun. Ja. Yeah. Braun, schwarz, weiß, sagt man jetzt zum Beispiel, ne? Dürfte das sagen, weil am Ende des Tages, wenn er braun ist, weil zum Beispiel wenn ein Mischling, dein Bruder, oder ne, dein Cousin, diese Mischling, am Ende des Tages werden wir auf der Straße auch als Neger bezeichnet. Ja. Yeah. Und die sind braun. Also, wir sind ja auch nicht wirklich schwarz, aber die sind trotzdem braun. Dürfte er, weil er seine Herkunft und seine Herkunft deutlich, dürfte er das sagen? Weil das habe ich mir auch nicht überlegt. Nee, von Herkunft her dürfte er es nicht sagen. Warum denn? Mexikaner, wenn wir von der Geschichte her gehen, von der Geschichte her gehen, sind das ja auch afrikanische Sklaven gewesen, die sich dann nach einer Zeit integriert haben. Wenn wir wenn wir nach der Geschichte her gehen, sind auch weiße Afrikaner. So, genau. So, und aber darum, es geht einfach nur um die Leute, wo wenn du die siehst und sagen kannst, hör mal zu, seine Vorfahren waren Sklaven. Weißt du, wenn jetzt einen Mexikaner siehst, du denkst nicht, sein Vorfahren war Sklaven, du denkst so, oh, das ist ein Mexikaner. Das ist eindeutig. So mäßig, weißt du, ich meine? So, ich denke mal, das ist es so. Ja, ist so, weil so, ne? Sag mal, ich stelle mal auf für ihn, wenn man das N-Wort sagt, da hat der visuell bestimmte Hauttyp im Auge. Und da würde ich denken, ah, Mexikaner würde ich bloß gar nicht verbinden. Ja. Definitiv, ich gebe dir ein Beispiel, das ist 100% so. Das ist ja dieses Musterbild, was wir vorgeschrieben haben. Das ist wie wenn ernsthaft sagt, oh, ein Moslem. Mach deine Augen zu, denkst direkt ein Mann mit schwarzen Haare, schwarze Bart, denkst du so, unfähig, so wie ein richtiger Mongo einfach. Einfach so, denkst Moslem. Yeah. Aber eigentlich ein Moslem ist eigentlich ein Vorbildsmensch. Genauso wie ein Afrikaner auch ein Vorbildsmensch sein kann. Ja. Verstehst du, ich meine? Ja. Das ist einfach nur ein typisches Musterbild von einem, das N-Wort ist, ja okay, dann ist es ein Schwarzer, der kommt aus Afrika. Wenn du sagst Moslem, ja okay, das ist ein Terrorist oder keine Ahnung, vollbartiger Affe oder so, keine Ahnung, du findest irgendwann nicht so direkt ein Bild machst du vom Bild. Yeah. Weißt du, meine? Und ich komme nochmal zurück zu etwas anderes. Du meinst ja eben, das hängt vom Sänger ab. Und 100% ist genau das Problem. Die Sänger dürfen das gar nicht singen. Yeah. Die dürfen nicht sagen, ah, das ist cool. So, ich finde das ein bisschen auch so egoistisch oder nicht nachgedacht von denen, weil im Endeffekt hast du. Ist einfach so, wir sind in Europa, ne, oder in den USA, hast du hauptsächlich weiße Zuhörer. Ja. Ne, und das sind Leute, die dich im Endeffekt finanzieren, ne, die deine Küche voll machen. Und dann machst du ein Lied, wo die Leute, die feiern dich, teilweise sind das Kinder noch dabei, die denken sich nichts bei, und singen das mit, wo die vielleicht sogar Probleme kriegen. Oder wo du dir denkst in deinem Kopf, ja, ihr dürft das aber nicht singen, ich mach's nur für die Schwarzen. Auch wenn ihr meine Küche voll macht, das Lied ist nicht für euch. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, das ist nicht durchdacht. Ne? Was sagst du dann dazu? Ich merke das nicht. Komplett dagegen, ja. Ja. Ich mag das gar nicht, wenn ich im Club bin, dann diese Leute so. Ich komme jetzt wieder. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mach das sehr sauer. Weil ich sag mal so, wenn du nicht die Herkunft eines Wortes kennst, was dieses Wort alles schon bewirkt und bezweckt hat, wie sich Menschen fühlen können oder fühlen, dann sollte das nicht in den Mund nehmen. Ja, aber guck mal. So, und wenn jetzt im Club dieses Lied läuft und Weiße neben mir stehen und das N-Wort mitsagen, fuck ich mich ab und ich gehe da auch hin. Im Endeffekt hat er recht, man kann nicht jeden hauen. Ja, natürlich. Aber man kann das tun. Ja. Denn wenn du dem sein Gehirn lässt, wird er zu Recht im Netz, weil er sich sagen, ey, guck mal, mach das nicht. Ohne dass ein Schwarzer dahin gehen muss. So, man muss selber irgendwo anfangen. Und ich, für mich, wenn ich im Club bin und dieses Lied läuft, ich warte auch, ich guck auch. Wer singt, ich gehe dahin. Wenn ich mich schlagen muss, dann ist das dann halt so. Ja, aber guck mal, ne, also, nicht, dass ihr mich falsch versteht oder so, ne, ich finde das nicht gut, ne, wenn das gesungen wird, ne, oder wenn das ein Weißer singt. Ich finde es auch nicht gut, wenn ein Schwarzer das singt, aber das ist ein anderes Thema nochmal. Ne, ich finde das nicht gut, aber bei mir ist diese, wenn ein Weißer das singt, ne, ist ein Lied, was er feiert, ich nehme das nicht böse. Ja. Weißt du, ich meine? Kann man verstehen, aber muss nicht sein. So, weil ich habe kein
Weil ich frage mich so, warum soll ich denn das Böse nennen? Weil ich nehme Leuten was Böse, wenn ich weiß, die wollen mich damit verletzen. Ja, klar, ja, aber. Weißt du, ich meine, so, oder die wollen mir damit wehtun oder die wollen mich provozieren, dann fühle ich mich an. So, aber jeder weiß, wenn er dieses Wort zum Schwarzen sagt, will er ihn verletzen oder verletzt ihn automatisch. Ja. Warum willst du als Weißer dann im Club dieses Wort laut schreien? Ja, wenn du genau weißt, was das für ein Wort ist. Dann frage ich mal so anders. Ja. Dieses Lied, meine, feierst du bestimmt, oder? Ja. Ne? Hast du noch nie wirklich gesungen? Doch, auf Drunk habe ich gesungen, mitgesungen. Du hast gesungen, okay, jetzt bist du im Club, die Leute sind drunk. Ja, dann kämpfe ich mit dem auf Drunk. Nee, die sind drunk, so. Ja, ja, aber ja, gar keinen Sinn. So, ja, was ist das? Am Ende des Tages, guck mal. Ganz ehrlich, ich verstehe 100%. Es wäre genau das Gleiche, wenn ein Kendrick Lamar sagt, hör mal zu, ich möchte nicht, dass wir das N-Wort sagen. Mhm. Aber in seinen Liedern ist tausendmal das Sache. Ja. Verstehst du? Vollkommen paradox, weil am Ende des Tages genau das, was du vorgibst, sagst du und tust doch. Ja. Okay, aber er hat das nie gesagt. Er sagt einfach, hör mal zu, du kannst das singen, aber am Ende des Tages nicht vor einem Schwarzen, weil damit nimmst du deine Würde, du weißt mal, dieses Geblecksen vor Leuten. Yeah. Auch wenn es nur ein Lied nachgesungen ist. Mhm. Am Ende des Tages kannst du eh nichts machen. Du kannst im Club nicht anfangen. Du kannst eh nicht jeden da schlagen. Du bist nicht im Club gekommen, um dich zu prügeln. Du bist im Club gekommen, um zu feiern. Mhm. So, und du warst jetzt drunk und hast dieses. Auch so eine Geschmackssache. Yeah. Es gibt zum Beispiel mein Onkel, zum Beispiel, wäre vielleicht so ein Opa gewesen, der hasst so dieses Wort. Der denkt, ach, das ist aber eine Ideologie, die nicht mehr rausgeht. Die ist drin. Ja. Die Amerikaner benutzen das bei, wie geht's schon, wie bei uns, wir sagen hier in Köln oder so umgeben Düren, wir sagen einfach Alter. Ja. Oder in Aachen, Auhu oder so. Weißt du, das ist schon drin, ob du es bewusst sagst oder nicht. Und die haben einfach das N-Wort einfach dazu gemacht. Mhm. Ey, wie sag das zu einem Weißen? Dann finde ich es okay. Mhm. Der Weiße sagt, aber jetzt fang das jetzt zum Beispiel an in Amerika, bei einer ganz normalen Unterhaltung, ey, das ist mein Nigger. Mhm. Denkst du mir so, Alter, Digga. Okay, das ist ein cooles Wort und das wurde jetzt cool gemacht, dies, das, aber vergiss nicht, wo kommt das? Wo es herkommt. So. Ja, zum Beispiel in der Schule auch, wird das ja schon unterrichtet. Yeah. Du liest ein Buch und da steht da Neger. Ey, Digga, und wir hatten eine Klasse, boah, da könnte ich ausrasten wieder. Das war eine der schlimmsten Geschichten. Wir hatten Geschichte LK, also ich hatte Geschichte LK und wir haben gerade, glaube ich, die Sklaverei und die liest einfach eiskalt das Wort mit. Nee. Dieses Dinner, Neger. Und ich in der Klasse, natürlich der einzige Schwarze. Mhm. Kennst du doch, dieser Gay, was hast du gerade gesagt? Das ist doch normal. Der Lehrer, das heißt doch, der eigentlich in der Schule lehren sollte, was richtig und falsch. Der unterbricht das nicht, er sagt einfach, er lässt sich Stellchen zu haben. Und jetzt musst du ausrasten. Der spielt das quasi runter, als wäre es so schlimm. Yeah. Ja, warte mal, nicht. Du rastest jetzt auf. Yeah. Du rastest jetzt komplett auf. Die Arschkarte natürlich. Ja, guck mal, du rastest auf, dann sagen die, ja, du hättest hier ganz anders sagen können. Mhm. Ja, okay, zu dem Zeitpunkt, sagen wir vor 4-5 Jahren, war es in der Schule so, stell ich dich so an, tue ich auf Seite. Jetzt kannst du hingehen und sagen, ah, du hast mich rassistisch behandelt. Die haben alle Angst. Mhm. Jeder Lehrer hat sofort, scheiße, ich könnte meinen Job verlieren, weil das wird ganz anders gehandhabt als damals. Yeah. Weil jetzt ist das dieses, was macht der? Mhm. Er könnte aufstehen, schlagen, er könnte Szene machen, er könnte das posten, er könnte so. Zur Zeit gehen, ich werde in der Schule diskriminiert, dies, das und so. Aber das fängt ja schon an, wenn die Leute, die oben sind, wissen, was falsch ist. Ja. Das sind Unternehmen, was ich meine. Und das wird auch, das geht gar nicht, das kann man gar nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist in deiner Umgebung dafür sorgen, dass die Leute wissen, ey, wenn das kommt und du siehst jemanden, sprich das weg. Aber was denn jetzt, wenn du jetzt, wie gesagt, irgendwo bist, wo die Leute nicht kennst, ne, und du siehst so, du merkst, du bist gerade irgendwo im Club und du merkst, das Lied ist am Laufen und der Typ, der fühlt das Lied, der fühlt, du merkst, das ist sein Lied, so diese, das ist sein Lied. Und ja, dann überlege ich, lass ich sein Lied fühlen oder fühle ich den Schmerz einfach für mich und hat mein Mund. Aber das ist aber echt, wie er sagt. Weil der Schmerz, ich verstehe den Vorteil. Ja, ich verstehe auch, was du meinst, natürlich. Für mich, ich denke mir, das muss doch nicht sein. Natürlich fühlst du, aber du weißt doch, was das für ein Wort ist. Ja. Und dann spreche ich mit dir. Nein, Mann. Gar keine Zeit. Ganz ehrlich, ne? Wenn ich jetzt, weil ich hatte die Erfahrung zum Beispiel im Club, im Konzert, und ich hab den angesprochen, sofort entschuldigt. Viele, weil ich geschrien habe. Normalerweise entschuldigen sich die Leute bei sowas. Genau, so automatisch, weil ich bin laut geworden. Yeah. Aber im Club, schrei mal rum. Keine richtig. Weil du kannst dich jetzt nicht auf einen
einen fokussieren und sagen, boah, du hast das Wort gesagt, dann wird sie sagen, aber die haben auch das Wort gesagt. Yeah. Da heißt das, okay, komm, leg los, weißt du meine? Mhm. Das Einzige, was ich gemacht habe, oder das Einzige, was ich machen würde, ist für dich fallen lassen. Weil solange jetzt ich mit Hass gesagt habe, kannst du nicht machen. Weil, weil am Ende sagt, singt das einfach nur nach. Ja, yeah, also, hinaus. Das ja meine ich ja auch, so, weißt du? Das ist auch so. Weil, ich kann jetzt, wenn das jetzt jemand ist, der so alleine das singt, so kann ich hingehen, sagen, mal zu, ich bin hier, kannst du dich ein bisschen drauf achten, so, was du singst? So mich, aber jetzt, wenn ich so irgendwo bin, wo viele Leute sind, die singen das und ich merke, da sind Leute, die sind einfach nur da, weil die Spaß haben wollen, so, ne, und die singen das mit, teilweise sind die wahrscheinlich betrunken oder so, da kann ich schlecht sagen, mal zu, hey, zu jedem gehen, weißt du? Dann denkst du, ach komm. Ja, ne? Das geht natürlich auf die Nerven. Das ist schon sehr wichtig, dass das Video heute machen, damit wir andere dafür sensibilisieren können, sodass wir nicht jeden Einzelnen manchmal. Genau, so das ist das Beste. Auch mal lernen. So, teilt das Video an andere Leute. Teilt das. So, weil damit ihr mal langsam versteht, weil es geht so langsam auch auf die Nerven. Genau. Weil ich meine, weil ich will mich, also wir Afrikaner sind erstmal gar keine Opfer. Wir versuchen auch gar keine Opferrolle anzunehmen. Aber das sind Sachen, die wir oft nicht durchgehen lassen können. Weißt du, wir haben uns lernt das auch, Leuten immer wieder zu sagen, wieder sauer zu sein, geht nicht. Das packt doch selber an. Zu erklären, aber warum man das wir können sagen. Das, aber ihr zwingt uns dazu, weil wir können das nicht durchgehen lassen. Wenn wir anfangen, dann wäre es auch mehr. Deswegen muss man immer wissen, dass wir immer was dagegen haben. So, wie sagt man es nochmal so schön, wer schweigt, akzeptiert. Ja. Und da haben wir halt so. Entweder wir schweigen und akzeptieren oder wir reden. So, und, akzeptieren können wir nicht mehr. So viel passiert schon. So viele Jahre. Guck mal, Serge ist älter. Der hat das jetzt an seine fast 30 Jahre gemacht. 30 Jahre ist viel. Ja. Ich mach das jetzt mit meinen 25. Mein jüngerer Bruder macht das. Mein Neffe macht das. Wie lange soll es noch gehen? Wie lange soll es noch gehen? Verstehst du, ich meine? Und so in Düren zum Beispiel, kann ich bald schon ein bisschen älter bin. Weiß ich so, dass für uns Schwarze viel weniger geworden ist. So, richtig wenig, bestimmt alle gut. Aber es war nicht immer so. Wo ich damals 14 war, unsere Eltern waren 50, 60. Wir haben uns dafür haben wir gekämpft, uns hat Blut hinterlassen, mit jedem Krieg. So, das war wie eine Rebellion. Seitdem hat es geändert. Aber das heißt, ich will nicht damit sagen, uns geht es gut damit. Wir haben nicht so krasse Probleme damit. Wie aber was mit den anderen in anderen Städten, die sich nicht gewählt haben, bis heute das hören müssen, vielleicht sogar Freunde haben, die das zu denen sagen und sagen, ach komm, ich mache nur Spaß, weißt du, ich meine? Und die können da gerade nichts machen, weil die auch nicht so selbstbewusst sind, um das klar und deutlich zu machen. So, aber im Endeffekt, wenn ich, so, wir haben zwar ein bisschen andere Meinung, aber im Endeffekt kommt so das Ähnliche raus, ne? Ja, wenn jemand mitsingt, ne, so, sollte man zwischengehen und sagen, nochmal zu, ey, das ist nicht korrekt, bla bla, ich fühle mich da nicht wohl oder andere Schwarze mich nicht wohlfühlen. Aber wenn das jetzt so eine Gruppe ist, wo die Leute da am Singen sind und ihr merkt, keiner meint das böse oder böses Blut, lass es einfach. Ne? So, weil hat auch keinen Sinn, jeden Einzelnen anzusprechen. Ne? Ja. Man merkt einfach, ob jemand zum Haft sagt. Genau. Ob jemand jetzt einen Opa haben, der passiert zum Beispiel bei vielen älteren Leuten, die von einer ganz anderen Generation stammen, da wo das Wort einfach denen schon mitgegeben wurde. Genau. So, dass es normal ist. Zum Beispiel, kennt ihr diese, mir wurde mal ein Beispiel gegebene Grundschule oder kennt ihr diese Negerküsse? So. Ja. Damals hat man die nicht Schoko, wie heißt die jetzt? Schokolinsen? Schaumküsse oder Schaumküsse oder irgendwas. Damals hieß es auf der Packung Negerküsse. Und jetzt kommt die ältere Frau, so, die ist an ihre 80. Oh, bist du ein hübscher Neger? Du kennst doch. Ja. Yeah. Das ist umhauen. Nee, bringt ja nicht. Genau das. Nee, soll ich dich anschreien? Bringt nicht. Ja. Du kannst doch nichts mehr erklären. Das ist das. Das Einzige, was du machen kannst, ist. Und die fühlt sich dann, wenn du es erklärst, also einer vernünftigen Frau mit ihr, mit dieser Emotion. Die Frau erklärt das aber, die nimmt das auch so, oh, tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht verletzen. Ja. Damals, und erklärt dir sogar, wie das gemeint ist. Ja. Dann gibt es aber Opa, die sehen schon weit, ach du scheiß Neger, was machst du hier? Geh wieder zurück in dein Land, wo du herkommst. Genau. Die machen das hier Fuß runterzumachen. So. Ja, die wollen quasi sagen, hör mal zu, du bist klein, bleib unten, du bleib klein. Und das ist ja, das ist auf jeden Fall schon das Rechte. Das Silber am Beispiel, Les hat ja vor zwei Tagen ein Video gepostet von einem aus der Ulm. Der ist der Ass. Ich betone seinen Namen. Aslo 79. Aslo 79. AZZLO.
7-9 aus Ulm, Stuttgart, keine Ahnung. Ich erkläre es mal, ganz kurz. Nein, lass das mal. Ich wollte dazu sagen, dass die Leute am Ende entschuldigt sind. Ich sag dir ja, ich weiß jetzt nicht alle, alles Schwarze. Ich hab auch am Ende, aber wo das gesagt hat, der wusste, was der damit sagt. Der hat ja bewusst gesagt, dass er wie der das auch meint. Der wusste das, da kann ich das sagen. Aber ich meinte nicht so, ich wusste gar nicht. Man hat genau gewusst, was der da sagt. Er ist auch betont, damit der jemand verletzt. Ich finde sowas, solche Entschuldigungen sollte man nicht annehmen. Sollte man nicht. Also wenn mich jemand bewusst angreift wegen meiner Hautfarbe, dann nehme ich seine Entschuldigung nicht an. Weil wenn mir jemand sagt, das war nicht so gemeint, dann... Warum hast du da so geredet? Weißt du, meine, weil wenn du so redest mit Hass, mit Hass, der hat ja auch noch wiederholt, ne? Der hat eine Minute genommen, das N-Wort ist so oft gefallen, wo ich gesagt habe, ey, der sagt das. Und das Ding ist, du hörst die Stimme, du hörst, was der sagt. Du hörst diese Macht, die der ausspielt. Und er sieht das genau so. Er sieht das genau so. Und dann plötzlich nach ein paar Snacks, paar Stories. Dreht es um, ich meine nicht jeden Schwarzen. Digga, ich aber einen Schwarzen so zu nennen ist okay mäßig. Nicht einen Schwarzen, der ist in der Memo schon alleine. Ich meine ja, so der will das so. Der sagt das so nach dem Motto, das ist okay, aber Schwarzen sind auch nichts wert. So das macht gar keinen Sinn, weil wir machen klar, dass Schwarze nichts wert sind. Ja. Da sagt nachher, aber ich meine nicht ihn. Wie wir uns so verallgemeinert haben. Ihr Schwarze seid nichts wert. Vergiss nicht, was er gesagt hat, ihr tickt. Ja, ich sag das. Für uns Türken sind wir gelaufen. Guck mal, viele Türken haben mich auch angeschrieben. Die haben sich entschuldigt. Viele? Mich auch. Fühlt sich auf Arsch, Leute. Viele Türken jetzt ohne Scheiß. Ja, mich auch. Angeschrieben. Mich auch. Viele Leute. Tut mir leid, dass so ein. Ich krieg Fremdschämen. So. Dass so ein Typ sowas sagen kann, so weißt du, meine. Aber die komplette Nation in Dreck. Ich denk mal, das sind nicht unsere Zuschauer. Solche Leute wollen wir überhaupt nicht erreichen. Also für mich, ich denk mir so, die Leute, die wir erreichen wollen, sind die, die uns auch als Freunde lieben oder die, die unter uns sind, aber deren Verhalten manchmal nicht bewusst sind, weißt du, oder die sich uns gegenüber nicht korrekt verhalten und das nicht merken. Ja. Weißt du, ich denke mal, das sind die Leute, die wir erreichen wollen, weil wir die anderen, was ist ein Nazi sagen, hör mal zu, was du machst, ist falsch. Weißt du, meine, so, der juckt das nicht. Ich bin doch verarscht von dir. Mit solchen Leuten braucht man nicht reden, aber so, es gibt Leute, die verhalten sich einfach nicht vernünftig, die ist nicht bewusst. Weißt du, zum Beispiel hier im Club am Singen, weißt du, das sind solche Leute. Wir, also ich finde das auch als Aufgabe, dass wir dafür verantwortlich sind, ne, denen mitzugehen. Ja, zu, ey. Ja. Weil wir können nicht immer sagen, nochmal zu, ey, wir werden schlecht behandelt und versuchen nicht irgendwie was zu tun dafür. Weißt du, dagegen ankämpfen ist nicht das Beste, denke ich mal. Psychologisch gesehen ist ja auch so, dass der Mensch bewusst nur 10% macht und unbewusst 70% macht. Und deswegen sollten wir also mit dem Video quasi den Menschen das mitgeben. Er gibt das sich als, sagen wir mal so, als Wiedergutmachung, dass er bei den negativen Seiten, ne? Am Ende sagt es wieder 100%. Ja, ist auch so. Entscheidest durch die Tür zu gehen, ist das nicht 70% dein Schuld. Natürlich. Ich wollte dich auch hinaus, aber ich sag das nur die, also es gibt viele Menschen, die sind sich bewusst und die machen denken, boah, was hab ich für einen Scheiß gefressen, was hab ich für einen Scheiß gemacht, was hab ich da verbockt. Ja. Und deswegen ist das Video dafür da, um genau. Die Menschen das Mutterbewusstsein auch bewusst zu machen, dass sowas der Mutterbewusstsein auch gemacht hat. Das war bewusst, nur da dachte, die Sache bleibt klein. Nee, der Junge ist ja, Der Junge ist nicht so, Leuten, die wir erreichen wollen, das sind die Menschen, die wir ansprechen wollen. Aber nehmen wir das mal als Anschlag, dass der vor 3 Tagen passiert. Dass wir diese Memo, also ich habe die nicht bekommen, mein Freund hat die bekommen und ich habe es einfach nur gehört. Ich wusste nicht, was gerade abgeht. Ich habe es auch geteilt, die Leute dachten, nicht wäre das. Ich bin sauer geworden. Ich bin richtig, ey, ich wollte direkt, ne? Mhm. Wo ist der Typ in der Umgebung? Mir egal, ich schreibe den an. Ich poste den einfach. Ich will dir nicht mal eine Plattform geben. Mhm. Aber das ist genau der Grund. Der hat sich danach, wie gesagt, wie ich auch vorher geschrieben habe, er wird sich gleich entschuldigen. Weil dann kriegt er den Sturm. Mhm. Er hat seine Kommentare, glaube ich, ausgeschaltet, ne, dass man nicht mehr kommentieren kann, richtig. Weil es ging dann an. Von egal wo. Ja. Aber der Typ hat ja nicht mal den Respekt, sich zu entschuldigen, dass er was falsch. Er stand ja noch trotzdem auf seinem Podest und dachte, ich habe echt nichts falsch gemacht. Und vergiss nicht, ich bleib doch immer Türke oder so. Denk ich mir so, Digga, du hast nichts verstanden. Mhm. Ja, hat er auch nichts verstanden. Hat er auch nicht. Und das ist das Problem. Weil das ist richtig Rassismus. Weil genau. Der hat ja nicht an sich
weil ich, weil ich irgendwas gemacht habe, der greift dich an, weil du schwarz bist, du siehst dich als Minderheit. Das ist diese Tiefe, Der sagt das ja auch so, vergiss nicht, dass du schwarz bist. Ja. Ihr Schwarze seid nichts wert. Ja. Ne? Ihr und dann Schwarze, dann, vergiss nicht, dass du schwarz so bist. Und, ne? das merke ich, und das merke ich zum Beispiel, das ist vor 3 Tagen passiert. Mhm. Vor ungefähr einem Monat ist das in Amerika passiert, was Welle geschoben hat. Diese Black Lives Matter, bla bla. Yeah. Du siehst es überall, ob du willst oder nicht. Keiner kann jetzt aufstehen und sagen, sogar ein 90-jähriger Mann kann sagen, was geht gerade ab. Yeah. Das hast du nicht gehört. Das ist jeder. Jeder weiß es. Man tut nur so. Nee, guck mal, dann höre ich hier von Leuten. Ja. Meint ihr nicht, übertreibt langsam mit dem ganzen Demo? Ja. Hier, bitteschön, das hat Demo ist noch nicht. Wie können wir aufhören zu streiken? Ja. Dann hört ihr bitteschön auf, damit wir sowas nicht mehr machen. So, oder unterstützt uns dabei, weil wir reden ja nicht mit diesen Leuten, ne? Wir reden mit denen, die nicht rassistisch sind. So, ja, dass ihr uns dabei unterstützt und einfach auf euer Wortwahl zum Beispiel achtet oder eigentlich nur Respekt zeigen, ja, das reicht. Empathie entwickeln einfach. Empathie entwickeln. Du musst überlegen, wie würdest du dich fühlen, wenn du die ganze Zeit so behandelt wirst oder wenn jeder zu dir sagt, du bist also direkt einen Sklaven oder zu einem Sklaven abgezeichnet, zu einem Nicht. Überleg einfach mal ganz logisch als Mensch nach, wie würdest du dich fühlen, wenn er zu dir sagt, du bist ein Niemand, du bist ein Dreck, du bist ein Stück Scheiße, du bist ein Nichtsnutz. Wie würdest du dich fühlen? Ganz einfach, denk mal drüber nach, du bist depressiv, Mann. Du hängst bestimmt auf und so. Ja, das ist einfach. Du musst erstmal so stark sein, das zu verarbeiten, Mann. Aber das ist viel in der Gesellschaft, ist einfach tief verankert. Das sieht man in den Großen, zum Beispiel Dama Ham, Dama Sarah, das gefühlt jede paar Monate immer dasselbe Spiel. Alles dann tun nach dem Motto, ja, der Arbeiter hat nicht kein, so aus Versehen. Wie soll er nicht aus Versehen sein? Das ist alles bewusst von mir. So. Ja. Aber wie gesagt, das können wir noch ein anderes Thema einpacken, weil ich denke mal, wenn wir das jetzt aufmachen, wird das noch groß. Ne? Ich würde mal sagen, wir kommen langsam zu Ende. Ich fand, es war eine gute Runde. Ja, ja. Haben schon viel sagen können. Unsere erste Runde auch, ne? Für die erste Runde. Ja. Und alle, die Fragen haben, ruhig in die Kommentare, schreibt uns auf Instagram. Von jedem hier ist Name unten verlinkt. Ja. Ne? Und wie gesagt, wie der Anfang gesagt hat, wenn ihr gute Themen habt, wir sind offen. Also wir reden Real Talk, alles offen. Es geht jetzt nicht nur um solche Themen, ne? Wenn Frauenthemen haben Themen, wollen, alles. Kein Problem. So, vielleicht gibt es ja junge Männer, schüchterne Männer, die Tipps sie haben wollen. Ne? Und ja. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal, ihr wisst Bescheid, am Sonntag. Wann posten wir das? Um 18 Uhr oder 16 Uhr? 16 besser? Ach, wie du magst, das kommt auf jeden Fall raus. Ja? Okay, dann sagen wir, lass mal jetzt festlegen. Ich würde eine Fragerunde. Ich mache eine Fragerunde. Auf jeden Fall immer Sonntag sind wir hier. Und was ihr für uns tun könnt, ist immer kommentieren, sehr wichtig, am besten sehr viel kommentieren, liken und abonnieren, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Ja. Und wichtig ist immer, das ganze Video zu schauen, glaubt mir, das macht für uns sehr viel aus und das wäre unser Dankeschön an euch. Und ja. Darf ich noch was sagen? Natürlich. Kritik wollen wir auch haben. Ja, genau. Kritisiert uns, wir müssen lernen. Vielleicht machen wir Fehler, vielleicht wissen wir auch nicht so viel, wie wir denken, dass wir wissen. Ja. Vielleicht wisst ihr mehr wie wir. So. Sagt uns eure Meinung, kritisiert uns, bringt uns was bei. Weil wir sind Menschen, der Mensch ist da, um zu lernen. Wir können uns immer so weiterbringen. Alle. Also sind wir auch wie ihr. Genau. Wir haben uns spontan jetzt getroffen. Das ist einfach, wir sind quasi nur vor der Kamera. Mhm. Sonst nichts mehr. Okay, Leute, das war's von uns und ihr wisst Bescheid, bis Sonntag. Peace out, Leute, und macht's gut. Ciao.